Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu dem Anlass. Im Namen von Spitex Zürich, Carefit MTT und von der Medix Gruppe Praxis. Wir freuen uns sehr, dass so viele Leute gekommen sind, dass sie Interesse an dem Anlass zeigen. Es ist der erste Anlass drin. Und es ist natürlich toll, den ersten Anlass mit einem vollen Saal anzufangen. Und wir schauen das als ihres Interesse und als einen guten Anfang vom Projekt an. Es freut mich erstens persönlich, dass das heute aufgeht und dass das möglich war. Es freut mich aber auch im Namen vom Forum Managed Care, weil eigentlich ist ja so ein Gesundheitszentrum, Haus der Gesundheit, etwas, wo wir denken, das ist wirklich, wo wir schon länger denken, das ist die Zukunft und es ist schön, dass die Zukunft in diesem Raum hier wirklich stattfindet. Für die Medix-Gruppenpraxis eröffneten sich neue Entwicklungsmöglichkeiten. Wir hatten verschiedene Optionen. Alles beim Status quo zu belassen, die Praxis um einen weiteren Stock zu erweitern, bis zur gewagten Version das ganze Haus zu mieten. Wir führten viele intensive Diskussionen. Wie sollte es weitergehen? Einfach größer werden war das Ziel nicht attraktiv. Durch die Größe sollte ein Mehrwert für die Patienten entstehen. Die Ideen vom Medical Home oder vom One-Stop-Shop wollten wir weiterentwickeln. Die Idee war ein Gesundheitshaus. Speziell hervorheben möchte ich in diesem Zusammenhang die gemeinsame Cafeteria. Sie steht als Symbol für unsere Zusammenarbeit. Ein Begegnungsort, informelles Austauschen, sich kennenlernen, Projekte aufgleisen, das soll hier möglich sein. Die Patienten bekommen mit diesem Haus 46 noch vermehrt ein medizinisches Zuhause. Viele medizinische Bedürfnisse können an oder von der Rotbuchstraße aus abgedeckt werden. Für die Mitarbeiter haben wir mit diesem Haus auch ein Labor zum interdisziplinären Experimentieren geschaffen. Oder man kann auch sagen, ein Spielfeld. Die Nähe und täglichen Begegnungen stimulieren zum Gespräch, zur Zusammenarbeit. Arbeitskulturen treffen sich und können voneinander lernen. Das Haus der Gesundheit ist eine Chance. Wir haben hier Bedingungen, die Ärzte, Pflege und Therapie einladen zum Zusammenarbeiten. Das Resultat ist offen und hängt vom Engagement und Interesse aller Beteiligten ab. Wir erhalten eine Möglichkeit, als Schnittstelle Nahtstellen zu machen. Das Gruppenpraxismodell hat mich eigentlich die ganze Zeit bis heute imponiert und überzeugt. Und darum war es eigentlich klar gewesen, dass ich zu Medix wollte. Die hohe Qualität, die gewährleistet ist, dank dem fachlichen Austausch, das hat ein Hausarzt in seiner Einzelpraxis nicht. Dass ich die Idee von der integrierten Versorgung, wie sie hier im Haus gelebt wird und jetzt noch mehr gelebt wird, dass ich das eigentlich das A und O finde von einer Gesundheitsversorgung. Spitex ist eigentlich als Kernkompetenz Kooperation. Und von daher war es natürlich sehr naheliegend, hier in ein Haus hineinzuzügeln, wo wir wirklich auch in der physischen Nähe die Kooperation nutzen. Wir sind in dem Kompetenzzentrum, wie wir es nennen, haben wir unsere Fachstellen zusammengezogen. Also wir haben unsere Gruppe für Palliative Care hier, die auch onkologische Leistungen bringt, psychosoziale Pflege, die für Spitex Zürich Limmen zuständig ist. Wir haben eine Fachstelle für Wundbehandlungen hier im Haus. Wir haben die Nachtspitex, die auch gesamtstädtisch ist hier. Sturm- und Kontinenzzentrum. Und von der Stadt Zürich ist noch die Fachstelle für präventive Beratung im Alter hier im Haus. Kooperation ist bei uns das A und das O. Unsere Fachstellen müssen kooperieren mit den Leuten in den Zentren draussen. Sie kooperieren unsere Leute mit Angehörigen, mit dem Patienten. Wir arbeiten mit Ärzten zusammen, wir arbeiten mit Apotheken zusammen, mit Sozialbehörden. Wir haben hier ganz eine wesentliche Zusammenarbeit. Und die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe in den letzten 13 Jahren, ist, dass es eigentlich wirklich sehr, sehr gut gelingt im Einzelfall. Wir machen überall und immer wieder sehr gute Erfahrungen von Coop, die wirklich zum Nutzen des Kunden sind. Wir merken aber, dass es strukturell dann schwieriger wird. Also immer so im 1:1 mit dem einzelnen Arzt, mit dem einzelnen Apotheker, das funktioniert perfekt, aber es gibt wirklich eine strukturelle Zusammenarbeit. Und denken wir, das ist da jetzt im Haus der Gesundheit, haben wir da eine Chance, das im ambulanten Bereich zu machen oder mit zu unterstützen.
die multiprofessionelle Versorgung, das Einbeziehen nicht ärztlicher Professionen in die Grundversorgung ist einer Regelversorgung, einer allein ärztlichen Versorgung überlegen. Das gilt auch für harte Endpunkte wie die Mortalität oder die Spitaleinweisung. Trainingstherapie ist das Training ein sehr wichtiger Punkt. Das Training soll quasi so die nachhaltige Komponente überbringen. Wenn jemand therapiert worden ist, allenfalls auch über das Selbstmanagement seine konditionellen Faktoren hat können aufbauen, ist es ganz, ganz wichtig, dass er das nachher auch weiterführen kann. Die Spica zeigt ganz gut auf, wie man eben von diesen Synergien in diesem Gebäude kann profitieren kann, wie man zusammenarbeiten kann und miteinander auch neue Produkte gestalten kann. Spica ist entstanden aus Spitex und Carefit und haben mit dem Spica die Möglichkeit, Wissen umzusetzen, das vorhanden ist, respektive auch wissenschaftliches Wissen, das man weiss über die positiven Benefits, die Bewegung an sich bringt. Man weiss aber auch, dass die Umsetzung das Problem ist, sehr häufig. Das heisst, wie bringen wir die Personen, die gesundheitliche Probleme haben, die allenfalls im Alterungsprozess schon fortgeschritten sind, sich eventuell auch ein bisschen isolierend, nicht mehr sehr aktiv sind, wie bringen wir die dazu, an einem benefitbringenden Aktivierungs- oder Bewegungsprogramm teilzunehmen. Und da ist die Rekrutierung von inaktiven Personen der Bestandteil gewesen, wo wir von dieser Synergie in dem Haus der Gesundheit profitieren konnten, wo man hat Spitex-Personal zum Beispiel schulen, wo bei diesen Patienten, die potenzielle Teilnehmer sind, für an so einem Programm teilzunehmen, wo die haben informieren konnten, die denen haben aufzeigen konnten, was für Möglichkeiten das haben und wo man so von einer vertrauten Spitex-Person daheim sehr häufig bei den Patienten hat können das Programm vorstellen. Spica, eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie man interdisziplinär zusammenarbeiten kann und auch aufzuzeigen, wie gut das es eben ist, wenn man gegenübereinander offen sein kann und miteinander am gleichen Strick ziehen kann. Und jetzt sitzt der Dina gerade so.